Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck, und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Ihr Gesicht strotzt von Fett, sie bilden sich sehr viel ein. Sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung, hochfahrend reden sie. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum. Und doch vermag kein Bruder, den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig, damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sähe. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele verliert? Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Zu dir, Herr, rief ich, zu dem Herrn flehte ich um Gnade. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Aber ich vertraue auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. Bin ich auch elend und arm? Für mich sorgt der Herr. Du bist meine Hilfe und mein Retter, mein Herr und mein Gott. Zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Du hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Denn es ist nur ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.